2022 stellt Deutschland seine Atomkraftwerke ab. Viele Experten kritisieren den Schritt, denn auch wenn Atomkraftwerke viel Müll produzieren, momentan müssen wir einen Lagerort für einfach mal 27.000 Kubikmeter radioaktive Abfälle finden, so hat Atomkraft den Vorteil, dass es konstant und CO2-frei ist. Zudem hört man ja immer wieder, wie günstig Atomstrom ist. Und Dual-Fluid-Reaktoren, die sollen nun sogar das Müllproblem lösen. Ob das vielleicht die Technologie ist, die das Comeback der Atomkraft feiert, das werden wir heute herausfinden, was hinter der Technologie steckt und wann das erste Kraftwerk gebaut wird. Auch das klären wir heute und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, Glocke aktivieren und los geht's. Aktuell sind in Deutschland noch 6 Atomkraftwerke in Betrieb, die 12,4% der gesamten Stromerzeugung abdecken. 51,5% stammen bereits aus erneuerbaren Energien wie Wind, Solar oder Wasserkraft und Biomasse. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht, aber die verbleibenden 36,1% werden aus fossilen Brennstoffen gewonnen wie Braunkohle und Steinkohle und die sind halt nicht so sauber. Aber können wir nicht einfach 100% des Bedarfs durch alternative Energien decken? Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts wird das in Zukunft technisch möglich sein, aber es gibt ein Problem, was ihr wahrscheinlich alle schon kennt, und zwar einfach, dass diese Menge an Strom nicht konstant ist. Starke Böen können dann dazu führen, dass wir vielleicht eine Überproduktion haben oder manchmal ist es halt windstill. Naja, großes Problem und Atomkraftwerke, die sind da vielleicht eine Lösung für, denn die sind sehr konstant, was den Strom angeht, den sie liefern. Also erstmal Atom- und Kohlekraftwerke, die folgen ja eigentlich dem gleichen Prinzip bei der Stromgewinnung. Es gibt immer eine Hitzequelle, die Wasser verdampfen lässt und der Wasserdampf, der treibt dann eine Turbine an, die an den Stromgenerator gekoppelt ist, ja, und da kommt dann Strom raus. Atomkraftwerke haben dabei dann aber den Vorteil, dass sie halt nicht irgendwie noch CO2 in die Umwelt pusten. Aber es gibt auch einige Mythen darum und einen, den habe ich direkt zu Beginn angesprochen. Die laufenden Atomkraftwerke, die sind nicht mehr wirklich rentabel. Die Kosten für eine Kilowattstunde Atomstrom belaufen sich auf etwa 13 Cent. Zum Vergleich, Solarenergie kostet je nach Anlagentyp und Einstrahlung zwischen 3,71 und 11,54 Cent. Diesen Fakt fand ich besonders spannend, weil ich einfach immer wieder gehört habe, dass Atomstrom günstig ist und das größte Problem ist, warum wir aufhören, Atomkraftwerke zu betreiben. Bei meinen Recherchen bin ich auf Quellen gestoßen, die behaupten, dass die IEA, die Internationale Energieagentur, die Kosten von Atomstrom absichtlich kleingerechnet haben. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal ziemlich krass, dass es in der Wahrnehmung von mir und vielleicht auch von euch, könnt ihr ja mal schreiben, auf jeden Fall immer so war, dass Atomstrom die deutlich günstigere Lösung ist. Atomkraft. Ein Thema, das nicht nur Kerne, sondern auch Meinung spaltet. Nun gut, aber es gibt ja auch eine Lösung für all diese Probleme, also Preisproblem, aber halt auch Müllproblem. Und das Müllproblem verursacht ja auch einen großen Teil der Kosten. Und da geht es um Dual-Fluid-Reaktoren. Doch wie funktionieren die eigentlich? Wie der Name schon vermuten lässt, gibt es im Kern des Reaktors 2 Flüssigkeiten. Eine Brennstoffflüssigkeit und eine Kühlflüssigkeit. Diese zirkulieren in 2 getrennten Kreisläufen. Die Brennstoffflüssigkeit besteht aus flüssigem Salz oder Metall und enthält Kernbrennstoffe wie Uran, Plutonium oder Thoriumsalze. Das ist auch der wesentliche Unterschied zu den bisherigen Atomreaktoren, da dort Brennstäbe im festen Zustand verwendet werden. Als Kühlflüssigkeit wird Blei genutzt. Blei ist deshalb so gut geeignet, weil es nicht nur große Mengen an Wärme abführen kann, sondern auch die radioaktive Strahlung erstmal abschirmt und dabei selbst so gut wie nicht aktiviert, das heißt nicht radioaktiv wird. Das flüssige Blei umspült im Reaktor die geschlossenen Röhren, in denen sich die Brennstoffflüssigkeit befindet. Die Temperatur der Brennstoffflüssigkeit soll im Kern so auf 1000 Grad ansteigen. Das wäre knapp das Dreifache der bisherigen Reaktoren. Und beim Vorbeifließen erhitzt sich das Blei und gibt diese Wärme außerhalb des Reaktors über Wärmetauscher wieder ab. Wie bei so konventionellen Atomkraftwerken kann mit der entstandenen Wärme Wasser erhitzt werden und dann kommt da Wasserdampf raus, Turbinen, Strom und so weiter. Die hohe Temperatur der Dual-Fluid-Reaktoren ermöglicht sogar noch viele mögliche Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel Prozesswärme oder Heizungswärme zur Verfügung zu stellen. In angepasster Form könnte die Technologie sogar genutzt werden, um große Frachtschiffe anzutreiben, die bisher noch umweltschädliches Schweröl benötigen. Also ein ziemlich smartes System. Aber nun zur entscheidenden Frage. Wieso ist der Dual-Fluid-Reaktor so sauber? Die Antwort, die ist ziemlich genial. Zur Herstellung der Brennstoffflüssigkeit können radioaktive Abfälle genutzt werden. Alte Brennstäbe, die zum Beispiel aus Plutonium, Americium oder Curium bestehen, können aus den Endlagern in eine Aufbereitungsanlage gebracht werden. Dort werden sie zermahlen und mit der Salz- oder Metallflüssigkeit vermengt. Im Kernreaktor würden die langlebigen Radionuklide dann gespalten. Im Gegensatz zur ursprünglichen Halbwertszeit von 703,8 Millionen Jahren wären die Stoffe dabei schon nach 300 Jahren unschädlich.
Der Dual-Fluid-Reaktor, der produziert also nicht nur keinen neuen Atommüll, er trägt auch zur Lösung des Problems der atomaren Endlagerung bei, da er die bestehende Strahlung der Stoffe erheblich verringert. Laut den Entwicklerinnen und Entwicklern soll der Dual-Fluid-Reaktor zudem die Effizienz aktueller Kernkraftwerke um das 10-fache und die von Windparks um das 200-fache übertreffen. Die Errichtung eines solchen Kraftwerks verursacht zudem sehr wenig CO2. Durch den langlebigen und klimaneutralen Betrieb wäre der Dual-Fluid-Reaktor sogar umweltfreundlicher als erneuerbare Energien. Das klingt schon ziemlich nice, ist bisher leider aber nur Theorie. 2013 wurde das Patent für den Reaktor angemeldet. Seine Anfertigung, die lässt jedoch auf sich warten. Zudem melden sich auch kritische Stimmen aus der Wissenschaft, die mangelnde Erfahrungswerte auf dem Gebiet der Flüssigsalzreaktoren kritisieren. Mögliche Komplikationen und Sicherheitsprobleme seien nur schwer zu prognostizieren. Und das ist ja auch klar, wenn man sich überlegt, was wir in Tschernobyl erlebt haben oder in Fukushima, da ist eine ziemlich große Skepsis vorhanden und man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein bei dem Thema. Was taugt das Konzept also in der Praxis? Kann es sichere und saubere Atomkraft geben? Um diese Frage zu beantworten, muss eine Testanlage gebaut und eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Dafür müssen Investoren gefunden werden, die Milliarden zur Verfügung stellen. Es gibt aber tatsächlich schon einen konkreten Zeitplan für die Realisierung. Nach Komponententests und der Errichtung einer Testanlage 2026 soll bereits 2029 ein Prototyp und eine Vorserie realisiert werden. 2034 soll der Dual-Fluid-Reaktor in Serienproduktion gehen und innerhalb von 15 Jahren Deutschland vollständig dekarbonisieren, also den Ausstoß von CO2 auf Null senken. Die Kosten der Entwicklung bis zur Serienproduktion, die werden auf 8,5 Milliarden Euro geschätzt und jedes Stromkraftwerk der Serie, das kostet dann nochmal so circa 1,5 Milliarden Euro. Das ist erstmal eine Schätzung, wir wissen nicht, ob das wirklich passieren wird und ich meine, so Bauprojekte in Deutschland, das geht ja leider nicht immer gut, aber ich würde es mir irgendwie sehr wünschen. Und ich bin gespannt, was ihr zu dieser neuen Technologie sagt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und schreibt auch, was ich mir als nächstes anschauen soll. Denn das Thema hier, das war tatsächlich ein Wunsch, der immer wieder in den Kommentaren kam. Und ich habe ein bisschen gebraucht, aber jetzt habe ich ihn umgesetzt.